Und da wären wir auch schon wieder. In der letzten Folge haben wir uns um die ersten Fallen da unten gekümmert. Also es sind noch einfache Steinschlagfallen und wir haben ganz rudimentär das Militär aufgestellt. Das war mit der Taste M. Und jetzt haben wir hier unseren Trupp, The Smooth Dice, also die geschmeidigen Färbemittel. besteht halt nur aus Hex und Azalylia. Azalylia? Ich krieg den Namen nie hin. Azalylia. Mist, ich konnte es mal besser. Na gut, ihr wisst, wer das ist, hoffentlich. Der hat recht viele Kommentare geschrieben. Achso, ich wollte von dem Bildschirm gar nicht runter. Wir könnten jetzt hier noch Alarme einstellen, das Equipment und so weiter. Da kann ich mal ganz kurz rübergehen. Also hier mit P sieht man die Position, also wer in dem Trupp drin ist. Gehen wir jetzt auf A. Es steht hier noch nichts Großartiges, weil wir haben halt nur einen Trupp und wir haben noch keine Burrows definiert. Burrows sind Bereiche, die man abstecken kann, ähnlich wie Zonen und Stockpiles. Nur ist das halt einfach ein Bereich, wo man sagen kann, da dürfen nur die und die Zwerge sich aufhalten. Das ist ganz praktisch, wenn man angegriffen wird, dass man alle Zivilisten in einen so einen Barrow verfrachten kann. Ich mache dann meistens aus der Dining Hall einen Schutzbunker-Barrow. Das können wir gleich auch mal testweise machen. Der nächste Punkt für Equipment. Wir haben ja das Leder-Equipment ausgewählt am Anfang. Das heißt, er nimmt jetzt irgendeine Lederrüstung, irgendein Lederkopfteil, irgendeine Lederhose. Das heißt, wir wissen nicht, ob er jetzt eine Lederkappe nimmt oder einen Lederhut oder was auch immer. Er nimmt halt das, was da ist, ohne irgendwelche Präferenzen. Auch die Art des Leders ist ihm egal. Man könnte hier auch einstellen, er trägt nur Hundeleder oder er trägt nur Katzenleder oder nur was auch immer Leder. Das ist alles hier noch recht offen gehalten, weil das Spiel halt am Anfang nicht weiß, was für Tiere man mitbringt und was für Leder man hat. Und auch recht offen gehalten ist die Nahkampfwaffe. Hier steht Individual Choice Weapon. Das heißt, je nachdem, worauf der Zwerg gerade Lust hat und was gerade in der Nähe liegt, das nimmt er dann als Waffe. Habe ich auch so eingestellt gelassen, da wir halt noch keine großartigen Waffen haben und es eigentlich nur wichtig ist, dass sie überhaupt irgendetwas haben, mit dem sie zuhauen können. Nächster Punkt wäre N, Uniforms. Hier könnten wir jetzt unsere Uniformen modifizieren. Also hier oben sehen wir die Lederuniformen, die wir einhaben. Da könnten wir jetzt sagen, du nimmst aber bitte keine Lederarmor, sondern du nimmst ganz spezifisch, ich klicke mal drauf, denn das ist weg. Dann drücke ich jetzt, wie war das noch? Rechts, Lederrüstung, nein, ich will keine Lederrüstung. Er soll anhaben ein Shirt und der Shirt soll aus einem bestimmten Material sein. Das müssten wir hier eigentlich auch noch ändern können. Warum macht er das jetzt nicht? Okay, mein Fehler. Wir drücken Shift A für Rüstung. Nee, das macht er auch nicht. Da ist irgendwas faul. Nö, können wir jetzt nicht spezifisch auswählen. Also entweder haben sie da irgendwas geändert oder ich habe was Wichtiges vergessen. Das müssen wir uns dann später nochmal angucken. Eigentlich könnte man hier genau sagen, was für Rüstung er haben will. Also Hundeleder, Käppi, Stahl, Kettenhemd und so weiter. Das geht hier alles nicht. Das ist schon komisch. Ich kann aber probieren, eine neue Uniform hinzuzufügen. Die machen wir jetzt mit Shift N. Ist das jetzt meine? Mit Shift A soll jetzt eine Rüstung genommen werden. Und wir hätten gerne ein Mail Shirt. Und hier können wir jetzt Shift M? Nee, können wir nicht. Komisch. Also wir nehmen jetzt Mail Shirt. Das ist in so einer Itemliste drin. Wir gehen links rüber. Können wir jetzt mit Shift M das Material wählen? Ja, jetzt können wir das Material wählen. Schön. Das heißt, er soll nur Iron Mail Shirts tragen. Dann würden wir jetzt wieder Shift A drücken, gehen auf Breastplate, drücken Enter, gehen wieder rüber, drücken Shift M und wählen jetzt hier auch aus Iron Breastplate. Das heißt, meine als Uniform würde beinhalten, dass jeder Zwerg mindestens ein Eisenkettenhemd trägt und darüber eine Eisenbrustplatte. Wer was wo drüber tragen kann, ist sehr kompliziert. Also theoretisch kann ein Zwerg oder konnte ein Zwerg in den letzten Versionen zum Beispiel 7 verschiedene Schale tragen, um Hals und dadurch super gepanzert sein
Oder er konnte, glaube ich, 3 Kettenhemden tragen, eine Brustplatte, ein Lederwams darunter und so weiter. Das nennt sich, ich glaube, Stacking von den Rüstungen. Da müsst ihr mal im Zwergenwiki nachgucken. Da gibt es auch teilweise Listen, was denn das Beste ist, oder im Forum mal recherchieren. Das werde ich auch machen, sobald wir genug Material haben. Aber ich will jetzt die Uniform hier erstmal wieder wegnehmen. Wie lösche ich die Uniform? Einfach mit Enter. Nö. D, Delete Uniform. So, damit wir schön die Standarduniform hier wieder haben. Und dann nehme ich das mal wieder raus und drücke auf Shift A und wähle wieder die Lederrüstung aus. So, jetzt müsste die Lederrüstung, also das Rüstungsset, genauso sein, wie es vorher auch war. Escape. Und ich definiere jetzt mal das erste Burrow, damit wir das mal testen können. Und zwar hier in unserer Dining Hall, die noch relativ klein ist. Dafür drücken wir Burrows war W. Wo versteckt ihr euch? Zones, Howling, Stockpiles. Bin ich jetzt blind? Item Units. Building Reports. Huh. Ah, Make Barrows. Ja, war W. Da drücken wir jetzt A für New Barrow. Und drücken Enter für Define, also den Raum begrenzen. Ziehen das jetzt. Ich sagte, wir ziehen das jetzt. Darüber. Warum machst du das jetzt nicht? Heute ist echt nicht mein Tag. So, das ist jetzt unser Barrow. Da drücken wir N, um den Namen zu ändern. Das ist jetzt unser Bunker. So, und das war's dann auch schon. Escape, Escape. Und wenn wir jetzt auf M klicken für Militär, dann A klicken für Alarme, können wir hier auf Aktiv klicken. Dann seht ihr dieses Civilization, also Zivilbevölkerung, geht nach unten. Und wir wählen den Bunker hier aus und drücken auch Enter. Den ist hier ein A hinter. Wenn wir jetzt rausgehen, müssten eigentlich alle Zivilisten hier reinlaufen. Und man sieht auch schon ganz viele Fehlermeldungen. Der und der Zwerg kann seine Aufgabe nicht erledigen, weil es ein verbotenes Areal ist. Denn momentan ist für die Zwerge alles verboten, außer dieses Barrow, also dieser Bunker. Und alle Zwerge... Oh, Migranten sind eingetroffen. Super Timing. Weil wir gerade unser Militärdrill hier haben. Also wie ihr sehen könnt, die anderen Zwerge laufen alle jetzt schön fleißig wieder rein. Und hier hoch in den Barrow. Das heißt, theoretisch müssten jetzt alle Zwerge arbeitslos sein. Und ja, das sieht gut aus. 17, 18, 19. Ich drücke mal kurz U. Ja, alle entweder am Schlafen, Essen oder nichts zu tun haben. So weit, so gut. Das Ganze wollen wir natürlich wieder aufheben, damit die Zwerge weiterarbeiten können. Das heißt, wir drücken wieder M für Militär, A für Alarm und klicken hier inaktiv, damit das Ziff wieder bei inaktiv steht. So, Escape und weiter. Jetzt dürften alle Zwerge wieder loslaufen können. Und zack, sie laufen alle raus. Sind zwar immer noch recht viele arbeitslos, aber das hängt wohl eher damit zusammen, dass wir gerade recht viele Migranten bekommen haben und allgemein auch nicht sehr viel zu tun ist. Das müssen wir alles noch später ändern. Apropos Migranten, ich kann schon meine Liste rausholen. Zack. Wie viele haben wir denn? Wir haben... Oh, richtig, richtig, richtig viele bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hammer! Da könnte ich ja fast meine ganze Liste abarbeiten. Okay, fangen wir oben an. Wir haben einen Engraver. Shoras Dorenisul. Da zoome ich doch mal ran und guck, wie gut er denn ist. Er ist ein adäquater Engraver. Engraver sind diejenigen, die diese Steinmetzarbeiten an den Wänden machen können, wo dann die Geschichte des Forts zum Beispiel aufgeschrieben wird und was die Zwerge auch ganz gerne angucken. Gibt ihnen sogar positive Gedanken. Also ein Engraver ist schon ganz schick zu haben. Das heißt, den lassen wir einfach bei dem Job. Das heißt, wir drücken wieder Escape, drücken wieder U, gehen wieder auf ihn, drücken dann View mit V, Y Customize, P. Und machen das Ganze mal zu einem großen Beruf. Engraver. Und als Spitznamen bekommt er, weil ich den vergessen hatte, Allen. So.
Damit hätten wir ihm schon mal einen Job gegeben. Mir fehlen ja nur noch 23 oder so. Wen habe ich noch? Ich habe noch Leverfessel. Wir haben hier einen Ranger. Da drücken wir jetzt wieder C, um Zoom. Er ist ein Novize-Marks-Dwarf. Das ist so eine Art Scharfschütze. Und er ist ein Animal Caretaker, Animal Dissector und Ambusher. Ambusher ist jemand, der sich anschleichen kann. Also er ist wirklich ein Jäger. Jäger als Beruf mag ich allerdings absolut nicht, denn dazu müssen die Zwerge rausgehen. Und so spätestens ab dem zweiten, dritten Jahr ist es unmöglich, längerfristig draußen zu bleiben. Das heißt, jeder Jäger stirbt sofort, weil er von zwei, drei Gruppen Goblins angesprungen wird. Das heißt, den machen wir zu einem anderen Beruf. Das heißt, wir drücken jetzt B für... Wir drücken P für Preferences, wir drücken L für Labor und machen alle Hunting-Sachen weg. Hunting weg und Small Animal Dissection. Wir können bei ihm lassen Animal Care und Animal Training. Das heißt, er kümmert sich um verletzte Tiere und er trainiert Tiere. Also auch Hunde zu Kampfhunden zum Beispiel. So, Escape, Escape. Wieder U. Und das war er hier. So, wir hatten jemanden, der mit Tieren arbeiten wollte. Oh ja, genau, dann können wir den kurz machen. Drücken wir jetzt wieder V, Y, N und das ist Knuddel ohne E, Knuddelmu. Der Job ist Animals. So, Knuddelmu, das war jetzt Nummer 2. Ich sehe mich schon die nächsten ein, zwei Folgen einfach nur alle Namen verteilen, aber sei es drum. Ist es recht wichtig, dass jeder Zwerg weiß, was er zu tun hat und damit wir auch wissen, was wir alles haben. Wir brauchen ja zum Beispiel noch einen Lederverarbeiter, wir brauchen noch einen Stoffverarbeiter, einen Edelsteinschleifer und so weiter. Das heißt, es ist echt gut, dass wir so viele Sachen bekommen haben. Oh, ich sehe gerade, wir haben einen Arzt bekommen. Das ist doch mal interessant. Gucken wir mal auf G. Er ist ein adäquater Wundenverarzter und ein adäquater Knochendoktor. Das ist nicht gerade so super, aber es ist besser als alle anderen, die wir haben. Also machen wir ihn mal zum Arzt. Das heißt, wir drücken V, Y, P und das ist unser Doc. Und erstmal kurz die Namen durchstreichen, die ich eben schon vergeben habe. Wir hatten Allen vergeben, wir hatten Knuddelmu vergeben. Jetzt wollte ich noch einen Leverfessel nehmen. Drücken wir N. Leverfessel. Richtig geschrieben? Ja, ich glaube schon. So, Escape, Escape. Ah, ich überlege mir auch, ob ich das Ganze mit den Namenverteilung und Jobverteilung off-camera machen soll, aber eigentlich halte ich nicht viel davon, was rauszuschneiden. Müsst ihr einfach meckern, wenn euch das zu nervig wird. So, was haben wir noch? Gehen wir mal oben weiter. Wir haben dann noch einen Ranger. Oh, und wir müssen bei dem Doc noch Aufgaben verteilen. Weil bisher war er ja nur Wundenverarzter und Knochenbrecher, wollte ich schon sagen. Da gehört aber noch ein bisschen mehr zu zum Arzt sein. Also C, P für Preferences, L für Labor. Und zoomen wir zu Healthcare runter. Er soll auch noch Diagnosis machen. Er soll noch Surgery, das sind wirklich Operationen, soll er auch noch machen. Und Suturing. Ich glaube, Suturing ist das Zunähen. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Ich aktiviere einfach hier immer alles bei dem Arzt und dann ist gut. Escape, Escape. So. Na, und ich sehe schon, die Zwerge bringen alle auch allerlei Zeug mit. Das ist schön. Vielleicht bekommen wir so ja ein paar Waffen oder Rüstungsteile. Das wäre echt praktisch. So, gehen wir wieder auf unsere Liste. Den Ranger wollten wir jetzt hier uns noch vornehmen. Da drücken wir wieder C. Und machen seine Hunting-Jobs weg. So. Und zack. Du bist jetzt... Also, Leberfessel haben wir auch. Kommt weg von der Liste. Dann haben wir noch Mr. Jojux. Und du wirst erstmal ein Howler. Wir können ja später immer noch die Howler zu irgendwas anderem machen. Einen Metalcrafter hatten wir hier und da gleich noch einen. Metalcrafter sind in meinen Augen nicht besonders praktisch. Denn Metalcrafter machen halt aus Metall diese Kinkerlitzchen, die man verkaufen kann. So wie wir das ja aus Stein und Leder auch schon machen. Aber dafür ist Metall eigentlich viel zu wertvoll. Also werden das jetzt mal auch Hauler. Das heißt, wir drücken C und machen deren Metallarbeiten weg. Oh, die können Furnace Operating machen. Das ist eine gute Idee. Furnace Operating ist das Einschmelzen von Metallen.
Das heißt, wir geben ihnen Furnace Operating. Dann scrolle ich mal ganz kurz hoch zu Holzverarbeitung. Nee, das ist nicht bei. Es gab noch einen extra Job, der war bei Furnace damals nicht mit drin gewesen. Das ist nämlich das Holz einäschern. Also aus Holz Kohle machen. Aber anscheinend wurde das jetzt unter Furnace Operating zusammengefasst in dieser Version. Ja, nirgendwo anders könnte es mit drin sein. Nee, gut. Denn ist er jetzt unser Furnace Operator. Attis Mengalun. Das merke ich mir mal. Attis Mengalun. VYP Furnace. Es ist auch relativ wichtig, dass das nur ein, zwei Zwerge machen. Denn je höher der Skill ist, desto weniger Abfall wird dabei produziert. Also es bleibt mehr von dem eingeschmolzenen Material über. Außerdem sollte man auch nur ein Workshop benutzen, denn die Reste, die keinen ganzen Baren ergeben, die bleiben in dem Workshop. Und wenn man dann drei, vier verschiedene Workshops hat, dann hat man zwei Klümpchen Eisenmetall in dem einen, drei Klümpchen in dem anderen und könnte so eigentlich schon längst einen Baren machen, wenn die denn alle an demselben Platz wären. So, ein Nickname vergeben wir auch noch. Da habe ich jetzt noch Whelpster auf der Liste. So, die beiden streichen wir auch mal durch. Mr. Jojox und Whelpster sind auch drin. Escape, Escape. Bei dem anderen Metalcrafter machen wir das gleiche. Also ich höre jetzt auf, alles zu erklären mit dem P und L, mit den Preferences und Labors. Das dürftet ihr inzwischen mitbekommen haben, wie das geht. Und so werde ich nach und nach öfters mal Sachen einfach auslassen. Zum Beispiel, dass ich jetzt auch nicht mehr K drücke, jedes Mal, wenn ich mir was angucke. Da ihr ja inzwischen wissen müsstet, dass, wenn ich K drücke, halt die genauen Informationen über einen Gegenstand sehen kann auf der Karte. So, Customize, Nickname. Du bist jetzt Shinobi. Und du bist ein Howler. Wir haben hier ein Closier, das passt ja ganz gut. Gucken wir uns seine Skills mal genauer an. Unter G. Das ist der falsche. Sind hier zwei Zwerge auf einem Haufen? Das ist ein Milker, das ist ein Butcher. Ah, da ist der Closier. Er ist aber auch Fischer. Oh ja, komisch. Also er ist ein adäquater Closier und Novize, Fischerzwerg, Fischersauberer und Fischerauseinandernehmer. Na gut, PL. Die ganzen Fishing-Sachen nehmen wir auf jeden Fall weg. Denn Fischen ist ja auch fast nur draußen und ich mag es nicht, wenn meine Zwerge draußen arbeiten. Dann hatten wir aber noch Crafts und Clothes Making, dann geben wir ihm auch gleich mal Weben, dass er aus dem Garn den richtigen Stoff machen kann. Das können wir später, wenn wir richtig, richtig viel Garn und so weiter haben, könnten wir es auf zwei Jobs verteilen. Aber momentan reicht es, wenn ein Zwerg die Verarbeitung von Garn zu Stoff und die Verarbeitung von Stoff zu Klamotten macht. So viel stellen wir davon eh nicht her. So, das heißt, wir müssen gleich Urdin umbenennen. Ach, die heißen beide Urdim. Sind das Brüder? Ha, könnte man später mal gucken. Jetzt drücken wir aber erstmal wieder. So, so. So. Kloss. Und sein Name ist, was habe ich noch auf der Liste? Corbone D. Corbone D. Ist da irgendein Witz drin versteckt, den ich nicht verstehe? Na gut. Noch einer von der Liste, der abgehakt ist. Zack. Und Shinobi auch. So. Wir kommen voran, aber wir sind schon wieder bei 19 Minuten. Das heißt, wir machen erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge geht das lustige Namensbenennen weiter. Also bis gleich.